Mir geht es manchmal so, dass wenn ich ein Problem habe, dass das vor mir aufragt wie ein Berg. Und ich stehe direkt davor und der Berg tut mein gesamtes Sichtfeld ausfüllen. Ich sehe nichts anderes mehr außer diesem jämmerlichen Problem. Und weißt du, was hilft? Ein Stück zurückzutreten, zurückzugehen und mal ein bisschen die richtige Perspektive zu bekommen, mal den Überblick zu bekommen, mal zu sehen, wie groß ist denn dieses Problem nun wirklich so mal auf einen längeren Zeitpunkt betrachtet. Ist es wirklich so ein dramatisch großer Berg, wie er sich mir präsentieren will? Und ich lade dich ein, doch einfach mal dein ganzes Leben anzuschauen, auch wenn du direkt vor irgendwelchen scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten, Problemen und Bergen stehst. Tritt mal einen Moment zurück und schau mal dein Leben an. Was hat Gott dir alles geschenkt? Welche Segnungen hat er dir gegeben? Welche Erkenntnisse hat er dir gegeben? Wie viel Weisheit hat er dir immer wieder in verschiedensten Lebensbereichen zukommen lassen? Immer wieder hat er dich bewahrt und beschützt vor allen möglichen Dingen. Segnungen hat er in dein Leben hineingegeben. Das Allerwichtigste ist, dass du dich bekehrt hast, dass du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Das ist das Wichtigste, was man überhaupt in diesem Leben auf dieser Erde erlangen kann. Alles andere ist verglichen damit wirklich zweitrangig. Das ist das Entscheidendste, das Wichtigste, Bedeutendste. Wenn du das hast, hast du schon den größten Triumph im Leben erlebt. Tritt zurück und schau einfach, wo der Herr immer wieder auch Durchbrüche gegeben hat, Segnungen gegeben hat und bekomm die richtige Perspektive von deinem Problem. Und lerne zu dem Problem zu sagen, Problem, schau mal, wie groß mein Gott ist. Und komm weg davon, immer nur im Gebet dem Herrn zu sagen, wie groß dein Problem ist. Dreh einfach den Spieß mal um. Im Epheserbrief lesen wir, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist das, was dein Leben bedeutet. Du bist mit jeder geistlichen Segnung gesegnet in Christus. Auch wenn du das noch nicht erlebst, in deinem Leben ist es bereits Realität. Da ist in Segnung und Schutz in vielfältigen Bereichen. Weißt du, der Feind versucht dich doch heute umzubringen. Es ist ihm das Liebste und Wichtigste, wenn er dich heute auslöschen könnte. Und dass du jeden Tag neu erlebst, ist bereits ein Erweis der Gnade und der Versorgung und der Liebe Gottes. Weiter heißt es, in ihm, nämlich in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung, ewiges Leben. Unsere Sündenschuld, das größte Problem überhaupt, ist uns erlassen. Und weiter, in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Ein Erbteil heißt ewiges Leben, ein Erbe im Himmel. Und es geht weiter, in ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe. Du hast den Heiligen Geist. Ist das nicht fantastisch? Ich lade dich ein, überleg einmal, was Gott in deinem Leben an Segnungen und Gnade geschenkt hat. Und tritt zurück und erkenne, dass der Berg, vor dem du stehst, nicht so groß und nicht so unüberwindlich ist, wie er versucht, dir einzureden. Ich lade dich ein, schau auf den Herrn, schau, welche Segnungen in deinem Leben bereits Realität geworden sind und erwarte, dass auch dieser Berg verschwindet und du weitergehen kannst. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.